Ich habe mich heute in der Früh mit der Christina noch unterhalten, was es denn so braucht, damit irgendwie diese politischen Kämpfe auch chancenreich sind. Und die Christina hat gesagt, na, es geht ganz stark auch um Vernetzung auf europäischer Ebene, das was am Schluss jetzt auch angesprochen wurde. Es braucht auch so diese europäische Perspektive und es braucht auch irgendwie so eine bindende Klammer, wofür man kämpft. Und dann war sozusagen noch dieses Thema, und könnte das gute Leben für alle sein? Ja? Und insofern würde ich jetzt den Andreas Novi heraufbitten auf die Bühne, der versuchen wird, diese Vision, diese Orientierung des guten Lebens für alle, grünes Zivilisationsmodell für das 21. Jahrhundert, uns hier ein bisschen näher auszuführen. Andreas Novi, ich stelle ihn noch kurz vor, für jene, die ihn nicht kennen, ist nicht nur Obmann und Geschäftsführer der Grünen Bildungswerkstatt, er ist auch seit vielen Jahren bei den Grünen aktiv, als Bezirksrat, war in der Grünen Bildungswerkstatt Wien aktiv. Und er ist in seinem Hauptberuf Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre am Institut für Umwelt- und Regionalwirtschaft der Universität Wien. Andreas, ich bitte dich um deinen Input. Vielen Dank, Kurt. Ja, ich habe eine sehr dankbare Aufgabe, jetzt in den nächsten 20 Minuten. Dankbar zum einen, weil ich an drei brillante Vorträge anschließen kann und vor allem, weil ich an zwei davon anschließen kann, die ganz schön das aufzeigen, worum es geht. Ja? Eine Situationsanalyse, die wir gerade jetzt bekommen haben, Schrumpfen im Kapitalismus und was das für ein Desaster ist, was das für Menschen bedeutet, und Nico Pechs Vision, wie es ausschauen müsste, wie es ausschauen könnte, wenn wir die ökologischen Grenzen ernst nehmen. Und es ist deswegen auch eine wirklich dankbare Aufgabe, weil wir als Bildungswerkstatt, wie ich ja bei der Eröffnung auch gesagt habe, uns mit dem Thema schon länger beschäftigen. Wir haben ja einen Schwerpunkt, der heißt Gutes Leben für alle. Ich habe extra unser Schwerpunktpapier aufgelegt, deswegen, weil das jetzt doch schon eine ganze Weile alt ist, 2-3 Jahre, wie wir das entworfen haben, 1,5 Jahre bis zur Endfassung. Und das Gute oder das Zeichen für gute Papiere ist, wenn man es nach bestimmter Zeit in die Hand nehmen kann und es liest sich immer noch als ein interessanter Text. Und ich möchte zum Einstieg, also ich möchte euch alle einladen, die Zettel mitzunehmen und das dann vielleicht nachher noch genauer zu lesen, aber ich möchte jetzt die ersten drei Zeilen vorlesen. Was wir geschrieben haben, war, es reicht, weiter wie bisher zu leben, zu wirtschaften, zu entscheiden, führt in die Sackgasse. Und ich glaube, das ist hier auch sehr schön klar geworden und wir brauchen diese Suche nach Alternativen, wie wir uns hier gemeinsam beschäftigt haben. Ich werde versuchen, vieles aufzugreifen, was hier auch schon gemeinsam diskutiert wurde, vielleicht manches auch nur kürzer darzustellen, um auch die Chance vielleicht zu nutzen, nachher im Open Space das zu vertiefen, aber den großen Bogen durchzuziehen, was das für eine Herausforderung ist, was das für eine Chance ist, dieses gute Leben für alle gemeinsam zu erstreiten, gemeinsam umzusetzen in den kommenden Jahren. Keine leichte Aufgabe, alles andere als leicht. Das hat ja auch die Christina gezeigt, wie weit der Jetzt-Zustand von dem entfernt ist, wo wir gerne hinwollen, aber wohl eine der lohnendsten Aufgaben. Und die Geschichte, die ich da jetzt in der nächsten Viertelstunde darlegen werde, und genau so ist auch unser Text hier, der bei euch vorliegt, aufgebaut, ist im Wesentlichen vereinfacht, aber auf den Punkt gebracht, die folgende. Das 19. Jahrhundert war mit dem Beginn eben dieser Wachstumsökonomie, wie sie Elmar beschrieben hat, eine Zeit, wo das gute Leben für wenige möglich war. Das 20. Jahrhundert, viel kritisiert, war ein unglaublicher Fortschritt. Und Christina hat es ja angedeutet, was es bedeutet, wenn Elemente dieser Errungenschaften wegbrechen. Es war ein gutes Leben in bestimmten Teilen der Welt, für viele Leute in bestimmten Teilen der Welt,
mit all den Beschränkungen, die kapitalistische Gesellschaften beinhalten. Und in diesem 21. Jahrhundert wird die Aufgabe darin bestehen, diese Errungenschaften nicht leichtfertig über Bord zu werfen und gleichzeitig zu wissen, so wie es im 20. Jahrhundert gelaufen ist, so geht es nicht weiter. Eine schwierige, anspruchsvolle Aufgabe, ein Zivilisationsmodell zu erarbeiten, jenseits des Kapitalismus. Damit meine ich nicht jenseits von Marktwirtschaft, ganz was anderes, ja, auch nicht jenseits von Unternehmertum, ganz, ganz was anderes, aber jenseits einer Gesellschaft, die getrieben wird vom Zwang zu Wachstum, die von privater Aneignung getrieben wird und die von Monopolen dominiert ist. Das ist für mich ganz schnell und vereinfacht gesprochen Kapitalismus, ganz was anderes als lokale Märkte, die gehören sehr wohl zu dieser Gesellschaft jenseits des Kapitalismus dazu. Das ist der große Bogen. Zudem brauche ich nicht mehr viel sagen, das ist die Ausgangssituation. Gutes Leben für weniger. Es ist ja nicht so, dass Spanien leidet, ja? Dass alle Spanierinnen und Spanier leiden. Ja? Viele, ja? Aber für manche ist es immer noch ein sehr gutes Leben. Was Elmar angesprochen hat, wenn wir diese Aufgabe hier gemeinsam angehen wollen, dann ist es auch wieder eine Auseinandersetzung damit, was ist rechts und was ist links. Und ich würde es für unsere gemeinsame Diskussion hier einfach so auf den Punkt bringen, es ist die Auseinandersetzung, ist es das gute Leben für wenige oder für alle? Das Thema der Gleichheit. Und da haben wir auf der rechten Seite genau diese altbekannten Gürtel-Enger-Schnallen-Metaphern. Ja, das Boot ist voll, es ist nicht genug da und weil Mangel herrscht, müssen halt ein paar draufzahlen. Ausschluss. Dieses Modell, ja, kennen wir, das ist auch sehr elaboriert. Ja, Elmar hat es schon dargelegt. Die andere, ja, die Alternative, das, worum es geht, wenn wir hier gemeinsam wirklich ein anderes Zivilisationsmodell schaffen wollen, hieße Bilder vor Augen zu haben, wie gemeinsam den Garten bewirtschaften, die Potenziale, meine eigenen zu entfalten, zu helfen, dass andere ihre Potenziale entfalten können, gemeinsam für alle miteinander an dieser neuen Gesellschaft arbeiten. Ein neues Konzept auch von Fülle entwickeln im Sinn von Zeitreichtum, Beziehungsreichtum. Was brauche ich eigentlich wirklich für unser gutes Leben? Eine ganz spannende Sache, ich habe auch mit Erika länger darüber geredet, diese Frage von Metaphern, ja, Rechtspopulismus, grüne Alternativen, ein spannender Punkt auch vielleicht im Anschluss für den Open Space. Wenn wir ein bisschen den Bogen noch größer spannen, und das ist notwendig und sinnvoll, wenn man sich philosophisch mit dem Thema gutes Leben beschäftigt, weil die ersten im Abendland, die das getan haben, waren die alten Griechen, Aristoteles, ja, schöne Ausführungen über ein maßvolles, ein gelungenes, ein glückliches Leben. Meilensteine der Zivilisation, ja, aber gleichzeitig eben ein Modell für wenige, ja, für die Freien, für die Männer. Ja. Ausgeschlossen waren die Barbaren, die anderen. Ausgeschlossen waren die Frauen, die Arbeitenden, Sklaven und Sklavinnen. Ja. Und dieses Dilemma, das am Anfang gestanden ist, das begleitet uns bis heute. Ja. Auch heute in Spanien gibt es gutes Leben, aber eben für wenige. Die Aufgabe wäre, dies für alle herzustellen. Und da war die Französische Revolution der Skandal. Die Idee, dass die Tochter der Königin und die Tochter der Magd gleich sind, gleiche Rechte haben. Nico Pechs Anspruch, 2,7 Tonnen pro Mensch. Das afrikanische Kind, ja, und die Milliardärstochter gleich viel Ressourcenverbrauch. Ein Skandal, also revolutionär in jedem Sinn, kein Wunder, dass die Umsetzung gar nicht so einfach ist. Man muss das Skandalös-Revolutionäre verstehen, um die Aufgabe zu verstehen, vor der wir stehen. Und dann war es ja nach der Französischen Revolution nicht das gute Leben für alle, sondern der Menschheitsliberalismus. Und es waren lange viele Kämpfe, bis sowas entstanden ist wie der Wohlfahrtskapitalismus.
Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich ein bisschen länger bleibe, weil ich weiß, dass bei uns Grünen sehr viel Sympathie für das besteht, was der Nico uns dargelegt hat. Und das ist gut so, ja? Und das ist ja unsere Stärke. Und das ist auch genau das, wo wir hinwollen. Aber es muss klar sein, dass wir das im Kopf haben, was uns Christina gezeigt hat, dass dieses 20. Jahrhundert, ja, Sozialwohnungen, ja, Zugang zu Bildung, Zugang zu Gesundheit, ein unglaublicher zivilisatorischer Fortschritt war. Es war die Massenproduktion, das ist genau das Problem, ja, Fließband, ja, was dann zu dem führt, was Elmar und Nico auch als Dilemma, ja, als Problem dieser Wachstumsökonomie dargestellt haben. Aber es war eben Massenproduktion für die Massenwohlfahrt. Und das ganze ökologische Problem resultiert ja nur daher, dass es der Kapitalismus keine Gesellschaft ist, wo einige wenige, ja, Luxus, im Luxus leben, sondern er wird dann zum Problem, wenn er ein Wohlfahrtskapitalismus ist, wenn die Massen auch andere Produkte, aber doch hier ganz wesentlich mit konsumieren. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt, wo ich dem Nico ganz massiv widersprechen muss, wenn er sagt, und Samuelson zitiert, Verteilung politisch funktioniert nicht. Ich wollte die Grafik nicht auflegen, weil Grafiken immer ein bisschen kompliziert sind, ja? Aber diese hier ist so spannend, weil sie einen langen historischen Bogen in den USA spannt vom 19. Jahrhundert bis 2009. Und ich möchte auch nicht über die Balken reden, sondern nur über diese eine Kurve, die ihr alle sehr schön seht. Ja, und diese Kurve ist der Anteil der 10% der Reichsten am Volkseinkommen in der USA. Und wir haben hier ein beeindruckendes U, ja, das 1929 beginnt und 2008 endet. Ja. Wir wissen alle ungefähr, was das für Jahre waren. Ja. Und wir wissen, ja, dass nach 1929 der New Deal gekommen ist, der dann heute mit Green assoziiert wird. Ja. Aber dieser erste New Deal war eine unglaubliche Umverteilungsleistung. Ja. Viel, viel mehr als ein Wachstumsprogramm war in erster Linie einmal eine Besteuerung der Reichen über die Einkommens- und Vermögenssteuer. Und wir haben dann, ja, in 30 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, in diesen goldenen Zeiten, ja, einen Anteil von 30% am Volkseinkommen, den die reichsten 10% in den USA hatten, während sie 2008 und 1929 50% hatten. Das macht einen substanziellen Unterschied und das ist eine der ganz, ganz wesentlichen Punkte, die wir wieder aneignen müssen in diesem 21. Jahrhundert. Politik kann einen Unterschied machen, wenn wir wollen, wenn wir es gut angehen und wenn wir uns organisieren. Und Samuelson ist deswegen so ein effektiver Rechter, weil er genau das bedient, die Idee, dass Politik nichts kann. Das ist im Übrigen auch heute so, ne? Wenn wir in Lateinamerika die Ungleichheitsentwicklung der letzten 40 Jahre anschauen, dann sehen wir auch, dass Lateinamerika ein Kontinent ist, im Unterschied zu Europa, wo die Ungleichheit durch eben diese Linksregierungen, die an die Macht gekommen sind, Michael Schelling hat davon geredet, ja, in den letzten 10 Jahren zurückgegangen ist. Das ist kein Paradies, ganz, ganz weit entfernt, Lateinamerika vom Paradies und schon gar von einer gleichen Gesellschaft. Aber Politik kann Ungleichheit ein bisschen weniger schlimm machen. Und der letzte Punkt, den ich reinbringen will, um uns klar zu machen, was die Aufgabe ist, wenn wir so salopp dahin sagen, eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus. Der Kapitalismus kann was. Ja? Nicht nur viel herstellen, ja? Der kann auch Lebensbedingungen verändern. Ja? Es gibt und nicht nur bei uns in den reichen Ländern, sondern wenn wir auch hier wieder, weil ich mag so lange Zeit rein, wenn wir uns anschauen, ein sehr unverfänglicher Indikator, wie lange leben Menschen, ja, so sehen wir, dass in Brasilien, ja, in diesem 20. Jahrhundert, ja, eine Dynamik eingesetzt hat, wo die Lebenserwartung von 30 auf 68 Jahre gestiegen ist. Ja. Ein durchschnittlicher Brasilianer, Brasilianerin lebt jetzt mehr als doppelt so lang wie vor 100 Jahren. Das ist für mich sozialer Fortschritt. Ja. Das ist etwas, was man anerkennen muss,
was Kapitalismus auch leisten kann. Das ist deswegen so wichtig, ja, uns dessen bewusst zu sein, weil es dann die Ausgangslage dessen ist, das salopp hingesagte, ein Zivilisationsmodell jenseits des Kapitalismus. Ja. Und es ist aber notwendig. Ja. Also dann das, was Elmar und was Nico gesagt haben, ist notwendig. Ja. Weiter so auf dieser Schiene, ja, die immer da nach oben geht, ja, wo alles besser wird, das spielt es nicht. Ja. Da gibt es ökologische Grenzen und da gibt es eine Reihe anderer. Was ich, und somit komme ich auch und nähere mich dem Ende meiner Ausführungen, für das, was ich meine, was ansteht hier für uns. Und ich glaube, das Erste ist auch politisch einmal sesshaft zu denken. Das heißt, zu denken, Politik von dort aus, wo wir stehen, wo wir leben, ja, und wo wir uns einmischen und gestalten können. Und das ist eben unser jeweiliger Ort, wo wir herkommen. Ja. Und mit der Ausnahme unserer neuseeländischen Freundin, deren neuseeländischen Akzent man gar nicht so merkt, davon abgesehen sind wir Europäer, Europäerinnen. Ja. Und ich glaube, das haben die Statistiken ja auch gezeigt, die wir bei den vorherigen Vorträgen hatten, der ökologische Fußabdruck ist in erster Linie ein Problem von uns hier in den reichen Staaten. Und wenn wir zur Weltentwicklung einen Beitrag leisten wollen, weil ich beschäftige mich beruflich ja ganz stark mit Problemen der sogenannten Entwicklungsländer, so sage ich politisch, die wesentliche Aufgabe, die wir als Europäerinnen und Europäer für die eine gute Weltentwicklung leisten können, ist, unsere eigenen Hausaufgaben anzugehen. Und diese Hausaufgabe ist, an einem Lebensstil zu arbeiten, ganz im Sinne von Nico, wo der verallgemeinerbar ist, wo es vorstellbar ist, dass tatsächlich mein Lebensstil so ist, dass alle Menschen in der Welt so einen Lebensstil haben können. Fahrrad, der Badeteich in der Nähe, der Weg zur Schule, zur Arbeit, im Lebensumfeld, wahrscheinlich auch mehr Eigenarbeit, all das. Was braucht es am Lebensstil?